zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5. Was Journalismus ist, die wissen, wer Butschislawski ist, die wissen, wer Walter Markow ist und so weiter. Ich habe diese beiden Namen jetzt genannt, weil ich als Jurastudent in Leipzig immer zu den Journalisten rübergegangen bin. Und mit Dr. Peter Michael Diestel, ein Provokateur. Außerdem Politiker, Rechtsanwalt und Buchautor. Diestel veröffentlichte im Februar den dritten Band seiner autobiografischen und aktuell politischen Schriften »Ruhe gebe ich nicht – Gespräche über die unvollendete deutsche Einheit«. Am 20. August präsentierte der 70-Jährige in der Buchhandlung Thalia in Schwerin sein neuestes Werk. Es ist ein schönes Gefühl, mit Menschen reden zu kommen, mit Menschen zusammenzukommen und zu diskutieren. Und das Schönste ist, dass zur besten Fernsehzeit viele, viele Menschen meinen, du musst Gesicht sehen wollen und mit mir über das reden, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das ist ein für einen älteren, leicht grau gewordenen Herrn doch ein schönes Gefühl. Eines Tages kam der Chef meiner Leibwächter, ich war gerade dabei, die Straße zu überqueren, sagte, Herr Minister, kommen Sie mal zurück, der Herr Schmidt will Sie sprechen. Ich sage, ich kenne keinen Schmidt, tut mir leid, ich kenne keinen. Doch, das Buch, Ruhe gebe ich nicht, ist im Kern ein langes Gespräch zwischen Diestel und einem befreundeten Journalisten. Einem gebürtigen Österreicher, der, wie Diestel, den Weg zur deutschen Einheit mitgegangen ist. Gemeinsam werten sie 32 Jahre nach der Wiedervereinigung ihre Erfahrungen aus und kommen zu einem widersprüchlichen Ergebnis. Einmal vorweggenommen, die deutsche Einheit ist das größte Glück, was den Deutschen seit hunderten Jahren widerfahren ist. Und zweitens, für die Ostdeutschen ist die deutsche Einheit leider in eine Situation gekommen, die ich als verfassungswidrig bezeichne, die ich als bedenklich bezeichne, weil die Ostdeutschen nicht den Platz bekommen haben, den sie sich 1989-90 erstritten haben. Peter Michael Diestel wurde 1952 in Binz auf Rügen geboren. In der DDR ist er glücklich gewesen und hatte eine unbeschwerte Kindheit. Nur das politische System störte ihn. Aus diesem Grund ist er in die Politik gegangen. Im Jahre 1990 war Diestel der letzte Minister des Inneren der DDR im Kabinett von Lothar de Maizière. Am 20. August sprach er über seine Lebensgeschichte und zahlreiche Menschen hörten ihm zu. Ich rede ja nur für Menschen, die wie ich im Osten groß geworden sind, die deutsche Einheit erstritten haben, für alle Deutschen, auch für die alten Bundesdeutschen, und jetzt unzufrieden sind. Es kann doch nicht sein, dass 15, 16 Millionen Menschen eine andere Stellung in dieser Bundesrepublik haben als die Altbundesdeutschen. Es kann doch nicht sein, dass es deutsche erster Klasse und deutsche zweiter Klasse gibt. Es war in Leipzig schon eine akademische Atmosphäre und keine kommunistische. Dieser Mann, den habe ich in einer Buchlesung kennengelernt. Das Buch Ruhe gebe ich nicht gewinnt auch vor dem Hintergrund des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine an Relevanz. Aus seiner Erfahrung heraus hat der ehemalige DDR-Innenminister eine klare Meinung zum Umgang mit Russland. Das bedauere ich wie alle anderen vernunftbegabten Menschen auch, aber zum Streiten gehören immer zwei. Und es kann nicht sein, dass wir nur diskutieren, wie wird Russland niedergerungen, sondern es muss sein, dass wir sagen, wie können wir Russland zum Frieden bewegen. Und man kann gegen Russland nicht gewinnen. Das haben die klügsten Deutschen schon gesagt. Und dazu zähle ich Bismarck und viele andere. Man kann gegen Russland nicht gewinnen. Wir müssen Gespräche führen. Wir müssen Menschen, die das können, die Putin kennen, die russische Mentalität, die russischen Sicherheitsinteressen kennen. Wir müssen solche Menschen aktivieren und mit Russland reden, damit dieser grausame Krieg beendet wird. Die Bundesregierung schlägt dem Rechtsanwalt zufolge einen falschen innen- sowie außenpolitischen Weg ein. In seinem neuesten Werk findet er gemeinsam mit dem MDR-Journalisten Michael Hamedner Lösungsansätze. Ich könnte mir jetzt vorstellen, im Augenblick, wenn Herr Scholz nicht nur Altbundesdeutsche um sich herum hätte, sondern zwei, drei Ostdeutsche, die ostdeutsch denken können, die in ihrem Leben schon Kontakt mit Russen hatten, die mit Russen vielleicht sogar groß geworden sind. Wenn Herr Scholz auch andere Impulse, die durchaus ostdeutscher Spezifik sein könnten, aufnehmen würde, wäre er im Augenblick erfolgreicher. In der Buchhandlung Thalia ging der Schriftsteller auf Fragen zu seinen vorangegangenen Büchern ein. Außerdem berichtete er über spektakuläre Begebenheiten während seiner politischen Karriere in der Vergangenheit. In Zukunft will der ehemalige Innenminister einen Beitrag leisten.
für ein Deutschland in einer diplomatisch und wirtschaftlich starken Position. Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5.